Den Namen will ich jetzt nicht sagen. Die gucken mich mal schief an, nämlich von Seite. Ich teste alle Döner in U-Bahnhöfen oder direkt daneben in ganz Berlin. Karl-Marx-Straße. Was geht ab, meine Schleckermäulchen? Wir sind jetzt hier angekommen am U-Bahnhof Karl-Marx-Straße. Der nächstgelegene Dönerladen ist der und der. Aber der da, so ein bisschen näher. Hier haben wir Döner 63, Standardgrill. Drüben haben wir Suppi. Suppi Gemüsekebab. Es sind wirklich nur Zentimeter, aber wenn man sich dort an die Wand stellt und mal so rüber guckt, sieht man auch schon, dass der Laden näher dran ist. Also ist der da drüben auf jeden Fall, der ist schräg. Guck mal, der ist schräg, der ist viel näher. Also, der hat gewonnen. Es sind Zentimeter. Also testen wir heute Döner 63. Ich habe Hunger mitgebracht. Los geht's. So, meine Freunde, das hier ist der Standarddöner vom Döner 63, Döner 63. So, also, erster Eindruck, sieht schön aus, ordentlich. Er hat mir nicht zu viel gemacht, hab gesagt, bitte mach mir keinen Marketingdöner, der soll so sein, wie alle ihn kriegen. Und hat er auch jetzt nicht übertrieben, sieht ganz normal aus. Gucken wir mal hier, von der Toastung geil, sehr viel Sesam, bin ich ein Fan von. Und Rückseite. Da Alibi Kümmel und seine Familie, Cousin, Cousine, Tante, Cousin zweiten Grades, auch mit dabei. So, also wir haben einen Standard-Hackspieß. Hat er gut und dünn geschnitten. Mir hat er jetzt auch wieder den Klecks oben drauf mit reingehauen. Siehst du, der Klecks verläuft ein bisschen. Nicht ganz so Mayo-lastig. Ein bisschen Joghurt mit drin. Guck mal, die Tomate. Schön rot. Schöne rote Tomate. Schumack ist mit drauf. Der Eisbergsalat ist schön geraspelt. Guck mal meinen Rotkohl an. Der Rotkohl ist ein bisschen säuerlicher eingelegt. Säuerlich, ja, schon sehr sauer. Aber ist geil, da hast du halt dieses wie bei Pickles, so ein bisschen so was Saures. Okay, testen wir mal das Drachenexemplar. Also der hat schon krass getoastet, ne? Guck mal. Auch hinten. Einerseits kriegst du geile Röstaromen rein. Andererseits ist es immer so ein kurz vor Reis bei jedem Moment. Wenn du zu doll toastest, reißt es auch schnell. Weiter geht's. Knoblauchsoße ist schön. Die scharfe Soße da unten hat sich versteckt. Ja, die scharfe Soße, wie immer. Scharfe Soße, scharf, aber Ketchup. So ist das halt, ne? Leckerer Standarddöner, ich kann echt nicht sagen. Guck mal, vom Fleisch, Salatanteil. Das ist jetzt einer von diesen Dönern, die sehen nicht mehr so ordentlich aus, ne? Wie wir bei Kaplan hatten. Der Döner, erster Eindruck, er sieht sehr schön aus, also wirklich schön, ordentlich. Oder bei Sufi, wo du wirklich so die Struktur bis zum Ende gesehen hast. Sieht sehr sauber und ordentlich aus, also wirklich sehr ästhetisch. Also du siehst die Schichten hier, Fleisch, wir haben die Zwiebeln unten. Oder Meringdamm da bei York's All In. Guck mal, ein paar Mal abgebissen. Und auf der Seite ist der immer noch ganz sauber. Nicht zerfallen, ordentlicher Döner. Da hast du wirklich bis zum Ende diesen sauberen Döner gesehen. So, du hast wirklich alles, hier ist dann einfach so ein bisschen so ein Kuddelmuddel. So ein alles durcheinander. Aber der Geschmack ist da. Ja, darum geht es ja im Endeffekt, ne? Um den Geschmack. Und wer ist da? Liefert der Döner ab. Zwiebeln sind ein bisschen groß. Kann man sich geben. Hier haben wir mal wieder ein Musterbeispiel für so einen Standard-Berliner Döner. Hervorzuheben bei dem Ding ist das Brot. Dieser hohe Sesamanteil, ne? Das schmeckt man dann auch schon raus. Finde ich geil. Aber ansonsten ist alles guter Durchschnitt. Macht da nichts verkehrt. Wenn ihr hier Karl-Marx-Straße seid, Döner 63, 6 Euro kostet der Spaß. Es ist human, von der Größe ist es auch okay. Der Laden war sauber. Haben auch Chicken-Döner zur Auswahl. Brot, wie gesagt, sehr gut. Gefällt mir wirklich gut. Reißt doch nicht, obwohl ihr es sehr gut getoastet hast. Die haben auch sogar hier zwei Brotsorten. Also wenn du einen Chicken-Döner bestellst, kriegst du dieses ovale Brot, ne? Aber auch in Pideform. Tomaten waren gut, Salat waren frisch, Rotkohl war so leicht säuerlich, was geil ist. Rundet so das Ganze ein bisschen ab. Die Schärfe ist gut, Knoblauchsoße ist gut. Das Fleisch ist so lala, ne? Gibt's bessere von Hackspießen. Die Würzung. Ich bin nicht so ein Fan von der Würzung hier.
Das ist eine, ein bestimmter Hersteller. Den Namen will ich jetzt nicht sagen. Die gucken mich immer schief an, nämlich von Seite. Der Anwalt von denen guckt immer so von Seite, aber es ist eine andere Geschichte. Also auf jeden Fall ein Produzent, wo mir die Würze nicht so geschmeckt. Es ist nicht schlecht, aber da fehlt so dieser... ein bisschen. Deswegen, dieser Döner, meine Freunde, kriegt von mir eine solide... Na, 7,4. Gönnt euch. So, meine Schleckermäulchen, das war der sehr gute Standarddöner vom Döner 63, Karl-Marx-Straße. Nicht wundern, wir sind immer noch in Neukölln, wenn es hier so schön aussieht. Wenn du mal schwenkst da in die andere Richtung, ist schon wieder ein bisschen Ghetto. Ah, da läuft gerade jemand lang. Oder hier hin schwenkst, ist schon gleich wieder ein bisschen so Ghetto-Atmosphäre. Was soll das sein? Das ist ein Fernseher. Ist ein Fernseher, okay. Früher gab es so eine Zeit, da lagen immer so diese Röhrenfernseher draußen, weil alle sich die neuen Flatscreens gekauft haben und dann immer so aufgeschraubt. Da haben die sich so, die Ziggis haben sich so ihre Kupferdrähte rausgeholt. Metallhandel. So, nächste Station, ich bin gespannt, Neukölln. Da treffen wir auf einen meiner Lieblingsdöner, und zwar Hakiki. Und diesen Laden, den habe ich ja damals schon im großen Hakiki-Döner-Battle getestet. Wer das Video von euch noch nicht gesehen hat, diese hellroten Tomaten, was ist das? Machen wir weiter, Land. Ich merke sofort, das Brot ist viel geiler. Das ist der Grund, warum wir alle Döner so lieben. Jetzt kommt erst die Soße, hallo. Er hat mit 5 Kilo angefangen, das sind jetzt 240 Kilo. Der Döner hängt mir schon hier in den Zehen und bis oben hin, aber wir ziehen durch. Es macht anscheinend wirklich einen Unterschied, bei welchem Hakiki er Döner essen geht. Salat, nur Eisbergsalat. Hier hinten ist ein bisschen, hallo, ich bin Döner, ich bin ein kleines Fleisch. Hier, da, irgendwo ist der Link. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Dort bin ich wirklich an einem Tag mit Amadeus zusammen zu 4 verschiedenen Hakiki-Dönerläden in Berlin gegangen. Da haben wir die alle miteinander verglichen. Also wirklich immer denselben Döner bestellt und geguckt, in welchem Hakiki-Laden ist der beste und wo sind die Unterschiede. Und damals war in Neukölln Platz 2 gewesen. Cool wird auch werden, nächste Folge, werden wir dort den Alex El Kampinski treffen. Ich bin ganz gespannt und dann werden wir mal dort zusammen den Döner uns gönnen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Hau he, mir fällt mir nicht ein, bis der in der Antenne.